haben jetzt 20 vor 1. Der Nico und ich, wir sind endlich fertig mit dem Aufbauen. Die Routen liegen. Wir haben sie abgereppt, weil hier so viel Kraut ist. Sag ich mal, das Ganze, so sieht unser Camp aus. Da zwei Stühle. Da sind die zwei Stühle. Hier steht das Hydrox direkt beim Ruden. Ich filme jetzt mal kurz rein. Da sind ein paar Boilies drin. Der Nico wird hier übernachten und ich lege mich ein Stückchen weiter vorne ins Auto rein mit der Funke. So, hier ist der Köcher noch. So, und hier sind die Ruden und da haben wir den Nico. Ich bin bereit. Wenn was beißen sollte, ich bin direkt beim Ruden. Ich gehe natürlich auch an Papas Ruden dran. Und da heißt es schnell sein, weil wir haben viel Kraut hier am See. Ja, ich leuchte, ich filme gerade ins Wasser rein. Da kann man vielleicht mal, soll ich mal halten? Brutal viel Kraut. Da kannst du vielleicht auch mal die Krebse zeigen. Da unten, da kreucht's und fleucht's. Was? Alles voll mit Krebsen. Aber so sieht es da draußen aus, wo wir angeln. Deswegen haben wir abgereppt, damit die Ruten auch sauber liegen. Hier sieht man unsere Flurschnüre, dass wir auch schön umheben können, wie immer. Auch hier. Jetzt filme ich nochmal hier über den Platz. Nico, leuchte mal kurz unseren Platz ab. Ja. Ein bisschen. Ich kann mal über die Nacht sagen, wir haben heute Nacht Vollmond. Sehr windig. Also die Zeichen stehen gut normalerweise, dass was beißen könnte. Morgen früh soll es Sturm geben. Und Regen heute Nacht nochmal. Was haben wir denn heute? Den 4. Ich glaube 4. August. Nee, haben wir noch gar nicht. 2. erst. 2. erst? Ja. 2. August. 2. August heißt natürlich. Bis heißt das. Nein. Haben uns freie Stellen gesucht. Die liegen alle unterschiedlich weit. Hier mit den alten Bombrods haben wir am Start. Rechts, auf der rechten Route hier. Ist ein Yala Banana drauf. Auf der linken von rechts ist ein Yala Protein drauf. Die ist vom Papa. Die rechte hier ist vom Papa. Da ist ein Yala Banana drauf. Und die linke ist ein Yala Protein. Yala High Protein. Und das ist wiederum meine. Also die zwei äußeren gehören mir. Die in der Mitte dem Papa. Haben das diesmal so gemacht. Normalerweise haben wir immer unseren eigenen Rodpot. Aber in diesem Fall ist es vielleicht mal angebracht, mal durchzuzwitschen, weil hier angeln wir auf einem kleinen, engeren Raum. Und da ist interessanter, wenn beide auf beiden Seiten angeln. Eh wurscht, wo es beißt. Es zieht auch schon langsam Wind auf. Heute Nacht geht's rund. 2.40 Uhr, sagt die Uhr. Ja, und was haben wir da? Den guten alten Bekannten. Den ältesten vom See mittlerweile. Ja, das ist echt der älteste Fisch. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gefangen, aber der Nico. Ja. Ich habe ihn, glaube ich, letztes Mal 2017. Aber der Fisch, den kennen wir schon seit 2000. Da hat er schon 16 Kilo gehabt und einen Meter. Der ist echt alt. Ist echt unglaublich. Und sieht aber immer noch gut aus. Und gegessen hat er diesmal auf dem Banana. Yala. Rechte Route vom Papa. Yala Banana. Oh, ja. Abgelaufen. Oh. Hier auf die linke von ihm, da ist ein Protein-Body drauf, kleinen Moment, jetzt sieht man wieder was. Da hat er auch ein Biss drauf gehabt, aber der ist leider ausgestiegen, das heißt eben Doppellauf, sind scheinbar gerade da. Und da ist er. Guck mal, der hat da so weiße Punkte unten. Ja, Leichausschlag hat er. Warte mal, ich helfe dir am besten und dann zeigen wir es gleich in der Matte, oder? So, Boilie ist leider schon ab, können wir euch aber leider nicht zeigen, war definitiv ein... Banana? Yala Banana. Ist es noch da? Ja, da ist es noch. Da ist es gleich. Moment. Ich zeig noch mal ein bisschen, ist ein bisschen hell. Da sieht man die Spots drin. Ja. Und der ist uralt, der Fisch. Der ist Minimum mal 30 Jahre alt. Ja. Minimum. Mit dem Fisch gibt es bei mir auch noch, von mir auch noch ein Bild, wo ich, wie alt werde ich da gewesen sein? Als Kind, ne? Ja, so mit. Warst du 5? Ja. 5, 6, 7, sowas in dem Dreh. Wollte ich nochmal gucken. Aber immer noch ein wunderschöner Fisch. Ja. An der Route hat er sich echt nicht groß angefühlt. Nee, hat sich nicht gewehrt. Ein kleiner. Ja. Geiler Fisch. Voll Leichausschlag, der Burschi. Ja. Geil. Das freut mich. Dass wir den mal wieder sehen. Ja. Thank you.
Alle vier Huten sind wieder scharf. 3 Uhr. Sind sie wieder im Rennen. Was nochmal? 3 Uhr? 3 Uhr, ja. Und mit dem nächsten im Bunde? Spiegler. Spiegler. Ich tippe mal so 15 Kilo. Ja, so 15, 16, ha? Ja. Im Dreh, es pisst schon wieder. Hast Leder. Oh, mal da ein paar gucken. Gebissen auf ein Yalla Yalla Banana. War wieder Banana, ne? Ja. War wieder Banana. Eben haben wir auch noch auf die andere Route vom Papa auf Yalla Banana. Ja. Haben wir auch noch einen verloren. Aber der war direkt weg, also man hat nichts gemerkt. Die Schleien mögen unsere Boilies. Jetzt als mal gleich. Wieder ein aufs Banana eingefallen. Echt schöne Schleie. Ja. Kapitales Tier. Ja, Nico hat wieder einen drauf. Mit einem riesen Krautbüschel dabei. Wir haben schon gesehen, es ist ein Schuppin schöner. Ist zwar nicht riesig, aber aggressiv ist er und kämpft. Da sieht man kämpfen. Ein Drama spielt sich ab. Hier muss ich handlanden, oder Nico? Ja, hier haben wir den tollen Schuppi. Erstmal. Ja, der wird so, Nico, was meinst du, den haben wir jetzt nicht gewogen, aber der stimmt mal so 17, sowas. 17, 18 Kilo, ja. Genau. Schätzen wir mal. Schöne Färbung hat er. Ja. Das ist heute Nacht, der hat auf Yalla Banana übrigens gebissen, wieder. Das ist heute Nacht die Nummer, warte mal, der dritte Karpfen. Eine Schleie haben wir noch gefangen und 2 Fische haben wir verloren. Könnten auch Karpfen gewesen sein. Es ging also nonstop. Das ist ein Zukunftsschuppi mit Nacken. Riesen Paddel hinten. Gesehen hast du noch nicht, oder? Nein. Fish is coming. Was meinst du, wie groß hast du ihn schon gesehen? Spiegler oder Schuppi? Nummer 4. Ich kann schon Gas hier. Ich komme mal nach vorne. Ein Spiegler. Na,
Welchen Kechern? Ja. Okay, ich komme. Er will ja noch nicht. Der will doch nicht. Mhm. 10 vor 8 haben wir jetzt. Mal den kampfstarken Spiegler von eben mit Bierdeckel großen Schuppen drauf. Aha. Echt schöner Fisch. Der hat so, schätze mal, 18, 19 Kilo. Der Nico hat den auch schon mal gefangen, wo er den Stirnacken hier hatte, das Riesentier. Das heißt, er ist ein Vorbote, ist sozusagen. Für den ganz dicken. Wunderschöne Beschuppung. Zeig gleich nochmal die andere Seite, die ist glaube ich noch schöner. Ja, zeig nochmal die andere Seite fürs Video. Cool, oder? Ja. Machen wir ein paar Fotos erstmal so. Die Route wird gerade neu gemacht. Die Schnur wird nochmal kontrolliert. War eine Schlaufe drauf. Und wir haben noch nicht erwähnt, der hat auf ein Yalla Yalla High Protein gebissen. Ja, wir haben 2 Routen mit High Protein und 2 Routen mit Yalla Banana. Mhm. So, und bisher hatten wir, das war jetzt der erste, glaube ich, der auf High Protein rauskam. Genau, der auf High Protein rauskam. Gebissen hat es eigentlich auf beide. Ja, war ziemlich ausgeglichen. Ne? Ja. Die gesammelten Werke. Das sind immer die Reste, die wir in einer Tonne sammeln. Jetzt Yalla Banana, ein paar Proteinas dabei, Yalla High Protein und Yalla Banana. Nico hat wieder eine angebissen. Dem habe ich hier einen verloren, ungefähr vor einer Viertelstunde. Ja, vor einer Viertelstunde. Ne? Ist einer ausgestiegen, aber er drillt schon wieder. Ja, werden wir gleich mal gucken, was da kommt. Ist Nummer 6, 9, glaube ich. Nee, 9, wollte ich gerade sagen. Sicherer Karpfen ist, meine ich. Da sieht man einen riesen Blasenteppich, wo man durchs Kraut ballert, der Nico. Aber er ist noch dran. Bei sowas muss man immer ruhig bleiben. Die lösen sich eigentlich meistens von alleine. Also ist besser langsam zu machen, weil wenn man zu stark macht, da steigen sie eher aus. So. Er ist gelandet. Fall bloß nicht mit Bomben ins Wasser. Da ist er. Yalla Banana hat er sich reingezimmert. Das ist die eine Seite hier. Da ist es, Yalla Banana, ein 30er, ne? 30er, ja. Haben wir extra speziell für uns gewollt. Da ist er. So, wieder in Action. Biss ja. Nummer 10. Nach einer schlaflosen Nacht, total am Arsch. Wieder mal. Das war jetzt ganz links. Dieses Mal wieder auf Yalla Banana. Nee, ich aber kein. Nee? Ja, aber aus. Gibt's doch nicht. Ist doch nicht ab. Da ist er ja doch noch. Ist doch noch dran. Der hat schon mitziehen lassen wegen Kraut. Spieglerchen. So. Jetzt gibt er Kanne. Der wacht da nochmal. So. Eben haben wir schon aufgehört zu filmen, weil wir dachten, der wäre weg. Ich hab noch nichts mehr gesehen. Ich film nochmal drauf. Warte mal,
Meter haben sie? 13, 14 Meter. Na ja, 15 würde ich sagen. Ziemlich hoch. Hier mit den guten Aquatik-Pilkruten. Die 270er. Das sind unsere Stalker-Peitschen hier. Vom Feinsten. Verloren. Gut genährt. Das ist mal gut genährt. So, ich hole den Kescher und dann filmen wir nochmal im Netz. Wir haben jetzt 1 Uhr. Wir haben jetzt 10 Bisse gehabt. Wir werden jetzt langsam abbauen. Ich habe eben noch geschlafen. Papa genauso. Papa lag im Bus bzw. im Auto. Ich hier gerade im Zelt. Wurde auf einmal total laut, Wind wurde stärker und auf einmal tut es einen Schlag. Und hier von dieser Baumreihe hier erwischt es gerade mal einen der ganz großen Bäume. Sieht man jetzt leider auf dem Video nicht ganz, wie groß der ist, aber den hat es voll weggebügelt. Voll ins Wasser gefallen hier. Direkt, man sieht es auch nicht, die Schnur ist direkt unterm Baum, also die hat es mitgenommen. Da sieht man mal wieder, wie gefährlich das manchmal sein kann, auch bei Sturm. Da muss man immer vorsichtig sein, muss genau gucken, wo man sein Zelt hinstellt, wo man sich aufhält. Und ja, seid am Wasser immer vorsichtig. Auto ist wieder gepackt, unsere Session ist vorbei. 10 Stück sind es geworden, also 10 Bisse hatten wir jetzt. Gefangen haben wir, was haben wir gefangen? 5 oder 6? Nee, 6 Karpfen. Größter war der Schuppi mit 22,5 Kilo. Also es ging voll vorwärts die ganze Nacht. Wir haben jetzt 1 Uhr und jetzt geht's nach Hause. So. Ist immer noch windig hier überall. Die Bäume fallen einer nach dem anderen um. Gucken wir mal, dass wir es hier rausschaffen. Kleines Abschiedsvideo oder Abschlussvideo. Wieder in der Halle angekommen. 30 mm Bodies werden jetzt erstmal getrocknet. Und wir werden jetzt ein paar Bodies produzieren. Yalla Yalla High Protein in 20, 16 und ich muss lügen, ich glaube 24 mm müssen wir noch produzieren. Auch nochmal 24 mm Bolis gerollt.